Mann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mich beschäftigt im Zusammenhang mit dem Bundeswehreinsatz in Mali heute ein einziger Punkt. Es geht um einen scheinbaren Widerspruch, um eine Forderung auf der einen Seite und einen Vorwurf auf der anderen Seite. Der Vorwurf lautet, Fluchtursachen müssen endlich konsequent bekämpft werden. Heute auch wieder im Weser-Kurier ein Titel. Der Vorwurf lautet, unter dem Vorwand der Bekämpfung von Fluchtursachen verfolgt ihr egoistische Ziele. Es geht euch eigentlich nur darum, und das hat Herr Mussert ja auch wieder gesagt, Abschottungspolitik, Abhalten von Flüchtlingen nach Europa zu kommen, nach Deutschland zu kommen oder gar Rohstoffe zu sichern. Dieser Widerspruch zieht sich durch viele Diskussionen. Und der Vorwurf lautet, dass wir nicht den Mensch in den Mittelpunkt unserer Überlegungen stellen. Und zwischen dieser Frage bewegt sich meine Rede, steht der Mensch im Mittelpunkt oder unser Egoismus? Und da sage ich ganz klar, es geht natürlich um den Menschen, es geht um die Menschen in Mali. Sie sollen in ihrer Heimat eine Zukunft haben. Sie sollen Überlebenschancen haben. Sie sollen Sicherheit haben, geschützt werden vor Terrorismus. Und sie sollen natürlich auch Menschenrechte haben, die für uns so selbstverständlich sind. Und genau deshalb brauchen wir diese Mission MINUSMA. Sie ist wichtig für Mali. Und das möchte ich nur an drei Punkten, die gar nicht so klein sind, aber ich muss sie kurz halten, darlegen. Es kann durch den vernetzten Einsatz ziviler und militärischer Kräfte der Hunger bekämpft werden, die Krankheiten bekämpft werden und die Sicherstellung von Bildung, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit gewährleistet werden. Und all das ist nur möglich, wenn es Sicherheit gibt, wenn es Schutz vor Terroristen gibt. Zum Hunger. 180.000 malische Kinder leiden unter Mangelernährung. Nur 77% der Bevölkerung hat regelmäßigen Zugang zu Trinkwasser. Deutschland unterstützt in den Schwerpunkten Landwirtschaft, Trinkwasser und Abwasserversorgung diese Entwicklung. Die Aktion gegen den Hunger durch die Deutsche Welthungerhilfe half 2014 über 800.000 Menschen. Dies ist und war ohne die Schaffung von Sicherheit und Ordnung, ohne den Einsatz unserer Truppen oder der Truppen der Vereinten Nationen nicht möglich. Auch die Bekämpfung von Krankheiten wäre nicht möglich, wenn es keine Sicherheit gibt. Die Lebenserwartung in Mali liegt bei 58 Jahren. Besonders wichtig ist der Kampf gegen Malaria. Ärzte ohne Grenzen gelang es 2015 190.000 Kindern Antimalaria-Medikamente zu verabreichen. Und all das wäre nicht möglich, Herr Mussert, wenn wir das täten, was Sie hier meinen. Und Sie denken ja, Sie sind schlauer als 16 Nationen, die sich an diesem Einsatz beteiligen. Auch örtliche Krankenhäuser müssen natürlich unterstützt werden. Impfungen müssen durchgeführt werden und müssen vor Gewaltausbrüchen geschützt werden. Deshalb ist der Einsatz auch der Hubschrauber so wichtig, weil nur so man im Notfall Verletzte ausfliegen kann und Hilfskonvois begleiten kann. Und drittens brauchen wir natürlich gerade in so einem Land, und das ist das Gute an diesem vernetzten Einsatz, Bildung, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Und da beteiligt sich Deutschland an einem Kommunalentwicklungsfonds und stellt den Bau von Schulen und Infrastruktur sicher. Das könnten Sie alles nicht machen, Herr Mussert. Und ich möchte mal wissen, wo Ihre Alternativen eigentlich zu diesem Bundeswehreinsatz liegen. Das Kinderhilfswerk Dritte Welt hat seit 1995 20 Schulen immerhin gebaut.
Noch besuchen 60% der schulpflichtigen Kinder keine Grundschule. Der Bau von Schulen ist also wichtig. Und wenn wir es nicht tun, dann besteht die große Gefahr der weiteren Radikalisierung. Und wir wissen, wie das voranschreitet und wie der Terror auch in diesem Land, das ist ja beschrieben worden, auch sich zurzeit darstellt. Und ich will schließen, Präsident warnt oder Präsidentin, mit dem Zitat von General Guterres, der ja nach dem dramatischen Anschlag, wo es über 70 Tote gab in Goa, Folgendes sagte: Nach dieser verabscheuungswürdigen Tat sind wir noch entschlossener, die malische Bevölkerung, die Regierung und die Unterzeichnung der nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen bei ihrem Einsatz für Frieden, ihrem Kampf gegen den Terrorismus und dem Friedensabkommen zu unterstützen. Deshalb halten wir fest, ohne Sicherheit keine Strukturen, ohne Strukturen keine Schulen, ohne Schulen keine Bildung und ohne Bildung haben Terrorismus und Islamismus weiterhin ein leichtes Spiel. Und diesen Teufelskreis müssen wir durchbrechen und deshalb brauchen wir die Mission und wir sollten die Soldaten nicht verunsichern, sondern ihnen an dieser Stelle danken, dass sie bereit sind, in diesen gefährlichen Einsatz zu gehen. Vielen Dank.